Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satinas Ketten. Werte Freunde, wir sind immer noch hier ziemlich blöde gefangen. Nuri schenkt uns ein bisschen Licht, je nachdem welches Loch wir hier auswählen. Wir haben uns das letzte Mal hier schon ein bisschen umgeschaut. Aber das rechte Licht, da schauen wir mal. Da! Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Ja klar, so kurz wie nur möglich. Hauptsache, ich finde hier noch was. Da ist ein Getriebe. Gut, was will ich damit anfangen? Scheint eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Mhm. Das bringt mir natürlich nichts. Ja, wir erinnern uns. Wir haben momentan überhaupt nichts im Inventar. Ein Sägewerk. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Okay. Gut, wir checken. Aber es ist bestimmt nicht sinnlos hier, dass wir uns hier umgucken können. Da muss doch noch was gehen. Sägewerk, Getriebe. Sonst ist hier nichts. Das kann ich kaum glauben, ehrlich gesagt. Aber es scheint fast so. Ja, schade. Dann nochmal zu uns, bitte. Danke. Die Tür. Die eine Kreatur ist verschwunden. Die andere kann ich nicht hören. Ja. Nuris Scherbe. So komme ich da niemals ran. Wir können die jetzt auch nicht, danke. Wir können die auch nicht operieren, oder? Ohne den Rest des Kruges kann Nuri da nichts machen. Okay, kann ich mir vorstellen. Mensch, wie... Ich wollte keine... Nee. Ich will keine Dings sehen. Wobei, ich hab's jetzt leider schon gesehen. Ich hab gesehen, dass hier Fußfelsen sind. Aber gut, das bringt mir das was. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. Ey, ich komme an diese Scherbe nicht ran. Das ist das Problem. Meine Vermutung war ja, dass ich in diese Waagschale irgendetwas lege, damit die... Schale nach oben gefördert wird, damit ich dann mit meinen Händen irgendwie meine Fesseln lösen kann. Das Problem ist aber, was lege ich in die Waagschale? Ich habe nichts. Das ist momentan mein Problem. Ich schaue mich nochmal ganz genau um. Hier nochmal. Ein Stundenglas. Da verrinnt also meine Zeit. Bringt mir nichts. Kann das ich auch nicht nehmen. Wie will er auch sich was nehmen? Das geht ja gar nicht. Ein Stuhl! Ja, ein Stuhl. Ein Schemel. Bringt nichts. Und hier eine Luke. Unter mir ist offenbar noch ein Keller. Na, das bringt alles nichts. Wo ist das Rätselslösung? Da hinten, ey. Das ist da gar nichts. Das wundert mich. Sägewerk. Irgendwo da auf dem Boden. Nein. Knifflig. Es fängt knifflig an hier. Dieser Situation rauszukommen. Nuris Scherbe. Die Scherbe ist in die Waagschale gefallen. Ich werde das Schicksal noch zu meinen Gunsten wenden. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen, aber nicht heute. Naja, den Spruch kennen wir schon vom letzten Mal, aber das bringt uns gerade herzlich wenig, oder? Ach, wenn ich da was kaputt mache, das bringt mir auch nichts. Tonglas, aber nicht das. Ja. Okay, ich werde jetzt... Bringt nichts. Ich werde jetzt einfach ein bisschen diese Hotspot-Anzeige benutzen. Die Tür, die Waagschale, die Handfesseln, Nuris Scherbe, Fußfesseln. Dort ist eh nichts, okay? Besser nicht. Ohne die Löcher hätte ich gar kein Licht. Ja, ist schon klar. Du sollst auch... Mach mal den Befehl hier bitte raus, danke. So, was haben wir hier? Die Waldsäge, aber die, da kommen wir ja nicht ran, ne? Die Säge könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ja. Wie soll ich da ran... Ja, du kommst nicht dran, das ist schon klar. Moment, hier ist was. Ah, das Regalbein. Okay. Wären meine Füße frei, könnte ich das Regal eintreten. Klingt so, als müssten wir erst die Füße frei bekommen. Das Regalbein sieht ziemlich morsch aus. Mensch. Aber irgendwie fehlt's uns noch. Was haben wir denn noch? Das Stundenglas kennen wir. Die Öllampe. Die Öllampe hängt genau über dem Schemel. Mhm. Lampen... Sägen, Scherben Moment und mal. Alles außer Reichweite. Ich habe eine Idee. Wir versuchen die mal zu zerstören. Wenn die nämlich über dem Schemel hängt, zerstört die vielleicht den Schemel. Kobold, okay. Ja, wir haben es kaputt gemacht. Das, was Geron am besten kann. Noch mehr Scherben, die ich nicht erreichen kann. Mhm. Wenigstens habe ich noch irgendwas zertrümmert, bevor ich sterbe. Was für ein Optimist, aber es muss ja wirklich was bringen, in meinem Ernst. Vielleicht haben wir hier jetzt irgendetwas offengelegt. Scherben? Schemel? Ja, in meinem Ernst, was soll mir das jetzt bringen?
Das Regalbein nach wie vor. Was ist, wenn wir das jetzt nochmal ganz machen? Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Aha. Okay. Okay, die Öllampe ist wieder ganz. Liegt jetzt auf diesem Schema. Lampen, Sägen, Scherben, ja, ist gut. Und alles außer Reichweite. Nicht mehr zu gebrauchen. Die Öllampe ist nicht mehr zu gebrauchen. Ein Stuhl! Ein Schemel. Also irgendwie bringt mir das alles noch nichts, was wir hier veranstalten. Ich weiß ja nicht. Das ist zu stabil. Okay. Ja, super. Wir könnten es jederzeit auch wieder zerstören. Ich frag mich nur, was das bringen sollte. Jetzt sind die Scherben wieder da. Super, toll. Bin begeistert. Wären meine Füße frei. Kann ich da irgendwas zerstören? Selbst morsches Holz bekomme ich damit nicht kaputt. Ach, verdammt, ey. Du bist aber auch blöd. Ich weiß noch nicht so 100%, was das bringen soll. Moment, wir Stundenglas vielleicht zerstören? Das Glas könnte ich wohl zerdeppern. Aber da hinten nützen mir die Scherben nichts. Und so weiß ich wenigstens, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ach, beruhigend, ey. Ballsäge? Hoffnungslos. Sie sitzt zu fest. Ach, jetzt haben wir hier diese Scherben. Wir könnten sie das halt wieder ganz machen, aber es bringt uns einfach nichts. Mal kurz einen Hotspot. Zack, uns auch die Fußfesseln. Den Versuch war's wert. Nee, geht gar nichts. Mensch, das ist jetzt echt knifflig gemacht hier für den Anfang. Und hier haben wir echt nur das Getriebe und das Sägewerk. Ich vermute mal ganz stark, dass wir hier auch nichts zerstören können. Ist bereits in zwei. Aha. Keine Zeit für Experimente. Ist bereits in zwei, meint er, beim Getriebe. Können wir da was ganz machen? Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich sehe eine Kettenreaktion. Moment mal, verdammt. Wir hätten das vielleicht erst reparieren müssen. Dann hätte sich da was getan. Kann ich das jetzt nochmal resetten? Die Waldsäge. Jetzt ist die Säge schon viel näher. Ja. Immerhin. Hätte sie mir nicht einfach vor die Füße fallen können? Moment mal, wie kann ich das jetzt... Wir probieren das jetzt nochmal. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Aha! Geil! Es tut mir leid, Nuri, aber ich brauche dich einfach. Ohne dich klappt das nicht. Die Waldsäge ist jetzt wirklich zum Greifen nah. Mal gucken, ob jetzt was da geht. Aha. Ha, jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Okay, immerhin. Die Füße sind frei. Ich denke, wir können jetzt das Regalbein benutzen. Aha. Schulglas ist nach hinten gerückt. Jetzt machen wir hier mal Licht. So. Wie soll ich da rankommen? Wir zerstören es einfach, würde ich behaupten. Geron, ich möchte... Danke. Perfekt. Wunderbar. Mit Nuris Scherbe sollten wir doch jetzt... Genau. Ha! Ich hab sie. Geron, mir ist schwindelig. Okay. Nur noch ganz kurz, Nuri. Ja, hast du's jetzt? Brauchst du noch was? Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Du hast doch jetzt die Scherbe in der Hand, oder? Moment. Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch die Scherbe in die Hand genommen. Du musst doch jetzt deine Handfesseln befreien können. Was willst du jetzt von mir? Die Waage? Eines Tages wird auch aber die Klappe. Den Spruch kennen wir schon. Mit Blut. Hättest du meine Scherbe aufgefangen, könntest du die Strecke jetzt durchschneiden.
Okay, das finde ich jetzt verwirrend. Wieso? Wie soll ich da rankommen? Wir haben doch jetzt die Scherbe in der Hand, oder bin ich jetzt total plemplem? Warum kann er das jetzt nicht da... sich daraus lösen? Mal ehrlich. Ist da noch was? Nö. Die Öllampe, der Schemel... befreiten Füße. Die Maschine dort hinten läuft, da ist sowieso sonst nix. Die Bodenluke. Hallo? Die Mühe. Unter mir ist offenbar noch... Och Mensch, Geron, jetzt mach mich nicht fertig hier. Wir haben jetzt das so geil gelöst, im Grunde. Ich weiß gar nicht, was du jetzt willst. Ah! Gott. Ja, die ganze Zeit hat er alles immer spontan benommen. Jetzt musste er was ins Inventar nehmen. Okay, meine Schuld. Scherbe benutzen. Mit Handfesseln, bitte. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Müssen wir nicht. Wir könnten ja auch einfach diesen Untergrund hier nehmen. Da, die Bodenluke. Der Griff ist abgebrochen. Ach komm, jetzt stell dich nicht an, ey. Eine Scherbe werden wir den nicht aufbekommen, aber... Ach man, jetzt stellt das sich echt blöd an, oder? Wir werden doch das Ding jetzt aufbekommen. So, haben wir hier noch irgendetwas, was wir brauchen könnten? Hier ist gerade gar nichts mehr. Moment, hier war was. Stroh. Warum liegt hier Stroh? Egal, wir nehmen es einfach mit. Und eine Ausrüstung. Interessant. Oh, wir haben wieder all unsere schöne Sachen dabei. Inklusive Stroh. Da, wenn wir da diese Luke nicht aufbekommen, weiß ich auch nicht weiter. Schauen wir uns das nochmal an. Mit was könnte das gehen? Mit dem Maßstab? Ich glaube nicht. Mit dem Messer vielleicht schon. Keine Zeit für Experimente. Wäre auch zu einfach, mein Freund. Feuer sollte man mit... Ach, halt die Klappe und benutze einfach mal den Maßstab. Wozu ein Feuer? Du sollst das weglegen. Maßstab damit. Ich glaube nicht. Okay, danke. Hauptsache, du hast es probiert. Die Decke wird mir da auch nichts bringen. Der Wasserschlauch auch nicht. Die Zeichnung nicht. Der Feuerstein nicht. Moment mal, wir haben Feuerstein und Stroh. Wir könnten dann Feuer entfachen, theoretisch. Praktisch frage ich mich, warum. Na ja, mal schauen. Feuerstein mit Stroh? Stroh brennt. Das muss ich niemandem beweisen. Ja, okay, das muss niemandem beweisen. Ach, dieses Stroh muss ja was bedeuten. Kann ich das drauflegen? Genug Stroh, um die Luke zu verdecken. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir diese Luke verdecken? Anscheinend nicht. Scherben haben wir auch noch dabei. Was ist, wenn wir die ganz machen? Das geht so nicht. Okay. Ja, Mensch, Junge. Das macht mich nicht wach hier, oder wollen wir zum Monster gehen und es bekämpfen? Solange der Unhold draußen wacht, wäre das Selbstmord. Nein, in einem Adventure wollen wir das anscheinend nicht. Naja, vielleicht liegt hier noch was, was wir brauchen. Das Loch, die Tür und sonst nichts. Moment, da war's. Fesselstricke, aha. Okay, das wird uns wohl noch helfen. Weiß ich nur für was. Wo haben wir sie denn, die Fesselstricke? Stricke können mich nicht aufhalten. Anscheinend. Können wir die wieder ganz machen? Tatsächlich, und jetzt haben wir ein Seil, denke ich mal. Stricke können mich nicht aufhalten. Och, Geron. Was willst du denn jetzt mit dem Seil machen? So kann es gehen. Okay, ich habe das einfach spaßeshalber probiert und weiß nicht warum. Was machst du jetzt? Ja, dran ziehen oder was? Oh, Mann. Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nori. Jetzt mal ehrlich, das hätte er jetzt ohne das Seil nicht geschafft. Ich sag dazu gar nichts mehr. Geh in das Kellerloch. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Was ist jetzt? Warum willst du da nicht... okay, ich habe immer noch diesen Befehl drin. Moment. So. Was ist da unten? Es ist dunkel.
Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt! Oh Gott, wie süß sie fragt, ey. Da hat er da jedes Herz weich. Gehst du nachschauen? Das Kellerloch. Okay, was machen wir denn da? Wir haben jetzt nicht mehr so viel dabei. Kann ich, nee, da kann ich nichts mehr nehmen. Das Kellerloch, ey, wie mache ich denn hier Licht? Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Ja, denke ich mir auch. Feuer sollte man mit Bedacht einsetzen. Ja, ist gut. Ja, was will ich denn da jetzt machen? Wenn ich da mal reingucken kann, dieses Kellerloch, wenn er da nicht rein will. Das Seil nimmt auf keinen Fall mehr. Moment, was war da? Die Waldsäge. Ah, okay. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Moment mal. Genau, Stroh da rein vielleicht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ey, natürlich nicht. Stroh brennt. Das muss ich... Ja, wir brauchen Licht dort unten. Ansonsten will er nichts machen. Aber wie? Mensch, Stroh mit der Decke verbinden vielleicht, damit es schön brennt? Das ist keine Hilfe. Menno. Okay, gut, die Säge. Wo könnte ich die Säge gebrauchen? Ist hier noch irgendetwas? Die Tür will er ja nicht benutzen. Ich gucke trotzdem mal, ob da noch was ist. Ne, da ist nur noch die Tür. Da. Da ist gar nichts. Okay, gut, dann muss es hier weitergehen. Geron, stell dich nicht so an. Säge. Die Säge. Mein Kopf ist leer. Ja, der Kopf ist verdammt leer. Ich weiß nicht, ey. Das soll jemand... Ich kann mit der Säge überhaupt nichts anfangen gerade. Der Maßstab mit Arm. Windling würde sich die Haare... Bringt mir auch nichts. Feuer hilft hier nicht. Bringt auch nichts. Moment mal, vielleicht was zerstören, aber... Das hilft ja auch nicht. Verdammt, das Stroh. Das muss doch jetzt irgendwas gerade bedeuten, ey. Hatte schon bessere... Ich häng gerade ein bisschen... auf dem Schlauch, ganz ehrlich. Da ist ein Kellerloch, er will nicht rein. Wir brauchen theoretisch Licht. Mit Stroh kann ich es nicht verbinden. Mit dem Rest macht auch keinen Sinn. Ah, die Decke. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Okay, auf der anderen Seite hängt sie noch durch. So hält die Decke noch nicht. Die hält noch nicht. Okay, was könnten wir denn da machen? Erst muss ich die Decke an beiden Seiten befestigen. Okay, er will sie befestigen. Ja, langsam wird es interessant. Vielleicht mit dem komischen Arm da? Nicht so. Aha. Mit was dann, ey? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Aha. So. Jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Ah, der baut eine Falle. Das ist manchmal bei Adventures natürlich immer so ein bisschen schwierig. Was will der überhaupt da erreichen? Ich hätte jetzt gedacht, der will dort unten und das ist ein Fluchtweg von sonst wo. Nein, der will eine Falle bauen für das Mistvieh dort draußen. Und jetzt können wir natürlich das Stroh benutzen. Gut, das muss klappen. Nori, du kannst jetzt... Gott. Nori? Verdammt! Einen Schluck getrunken. Und das hat ja wunderbar geklappt. Das Vieh ist dort drin. Was ist jetzt mit Nori? Was? Wo bin ich? Geron? Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Nori? Wach auf! Wir müssen weg! Okay. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Ja, und wir bleiben bei der Wahrheit. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Oh, okay. Nein! Niemals! Ich bleibe hier!
Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nuri. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Okay, wir müssen sie anlügen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Geron so plump die Wahrheit ausspricht. Naja, okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Ach komm, das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen anstrengend, oder? Ich könnte doch jetzt wirklich da runterhopsen. Kletter zu mir herunter. Oh, ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Och, Menno. Komm schon. Wir können hier nicht bleiben. Geron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Frauen können manchmal so verdammt anstrengend sein. Bin gleich zurück. Das betrifft auch... Ja. Feen. Ich muss eine Treppe bauen. Ich fass es nicht, ey. Balken. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Ja, komm, machen einfach kaputt. Dann fällt sie runter und gut ist. Tonglas, aber nicht das. Das wäre auch zu einfach. Okay, was könnte man sonst machen? Ich verstehe. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Nuri, ich mach dich gleich fertig. Okay, gut. Fanglari, die Lüge weiter ausfächern. Zaubern in Fanglari, Freiheit in Fanglari. Okay, sie steht ja ziemlich auf diese Freiheit. Dann werden wir das mal weiter aus diskutieren. Mal gucken. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber. Aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Ey, also ich meine Regenbogenbiber, ne? Also wenn das nicht schon mal das Highlight ist... Okay, versuchen wir es noch weiter ausschmücken mit Zaubern. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Ja, würdest du jetzt herunterkommen? Okay, ich mache jetzt noch das Land Fanglari. Vielleicht ist er dann vollkommen überzeugt. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Ach, Menno, komm jetzt runter. Mensch, Mädel. Komm. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Immerhin. Gut, eine zweite Stufe könnten wir doch mit unserem komischen Arm dorthin bekommen, oder? Schauen. Nein. Nein? Okay. Mit was sonst? Ich meine, ich habe nur noch diese Zeichnung, den Wasserschlauch und...
Scherben. Oh, das bringt mir ja nichts, oder? Wozu? Das ist jetzt ein bisschen... Okay, vielleicht ist hier in der Umgebung noch etwas. Ich habe mich noch gar nicht umgeschaut. Moment. Aber das sieht gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Moment, hier haben wir was. Ein Steg. Warte! Ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt. Du kannst doch auf den Steg springen. Mein Gewicht trägt er auch. Nein. Ey, also... Ich meine, ich bin ja ein Gentleman, ja? Und... Frauen... es recht zu machen, liegt eigentlich... ja, in meinem Blut sozusagen, aber... Die geht mir gerade auf den Keks! Nein, schon gut. Ach Gott, was willst du denn, ey? Vielleicht mit dem Steg benutzen, anstatt mit dem Balken. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Klar, unwahrscheinlich. Und sonst... Was soll ich sonst machen gerade? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Kann man das überhaupt zerschneiden? Ich habe keine Ahnung. Mach's mal kaputt hier. Irgendwann werde ich auch da... Das schaffe ich nie. Okay, da geht gar nichts. Ey, Nuri, mal ehrlich. Was willst du jetzt von mir? Ich habe hier kaum noch was im Inventar und... was ganz machen bringt dir auch nichts. Nein, ich lasse... Ja? Keine Zeit für... Aha. Vielleicht, wenn du das Dach wieder heil machst. Ich werde nicht mehr zaubern, Gero. Nie wieder. Das finde ich aber schade, weil das hat mir oft... den Allerwertesten gerettet. Moment, da war aber ein Vordach. Wenn ich darauf klettere, stürzt das ganze Dach ein. Was vielleicht gar nicht das Schlechteste wäre. Okay, was soll ich jetzt kaputt machen? Vielleicht. Nein. Ja, wäre natürlich zu sinnlos. damit? Besser nicht. Nein. Ja gut, jetzt bin ich, ganz ehrlich, überfragt. Ich schneide nicht wild herum. Ja, du machst gerade überhaupt nichts, mein Freund. Nuri, Vordach. Ich muss Nuri schnell da runterholen. Ist mir schon klar. Der Balken. Jetzt gibt es wieder einen Querbalken. Ich mache eben doch nicht nur alles kaputt. Jo, aber das bringt mir gerade überhaupt nichts. Sie braucht noch eine verdammte Stufe, ey. Was will ich denn da machen? Feuer. Nee. Ich zünde die Mühle an. Dann muss sie irgendwann runterkommen. Ja. Wenn bloß alles so einfach wäre. Ey, das ist einfach. Du musst es nur tun. Was glaubst du, wie schnell die da runterspringt? Och Mann, was wollen sie denn jetzt wieder von mir? Was haben wir denn da? Das Bohrungsrad. Geht er da hin? Aha. Ein Bohrungsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Das könnten wir auch als Stufe missbrauchen, wenn du das mitnehmen würdest. Ich mache doch kein Grab kaputt. Ah, ja, Geron. Mensch, jetzt mach's mir nicht so schwer. Ist sonst nix. Wenn das jetzt gleich nicht was bringt, dann werde ich die Hotspot-Anzeige benutzen. Da muss doch jetzt was gehen, ey. Das Steg bringt mir nix. Das Wasser. Da ist sonst nix. Der Balken. Und das Vordach. Verdammt nochmal. Nuri! Mach mich nicht krank hier. Wir wollen weiter. Nuri, hör mal. Da wird wohl nichts gehen. Komm herunter. Dann... Ich versuche es, aber ich brauche... In Ordnung. Versprochen. Okay, jetzt braucht noch eine zweite Stufe. Definitiv. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die bekommen soll, jetzt mal ehrlich. Das Steg bringt mir ja nichts. Er will diesen Säck auch nicht mehr nehmen. Jetzt mal ein bisschen abstrakter denken, die Zeichnung. Quatsch. Wasserschlauch ist auch Quatsch. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Was ist, wenn ich das kaputt mache? So nicht. Nein, geht gar nicht. Okay, kann Nuri irgendwas heil machen hier? Nicht sehr schlau. Nicht sehr schlau, okay. Nein, ich lasse das... Lässt du in Ruhe? Keine Zeit für... Nee. Vielleicht, wenn du das Dach wieder... Ich werde nicht nie... Nee, da geht gar nichts. Also, oh, Manno. Ich werde wohl nicht da jetzt dran vorbeikommen. Ich muss euch nochmal rausschneiden und
des Rätsels Lösung suchen. Es tut mir leid. Ja. Es ärgert mich jetzt schon, weil so wenige Items, so wenig Interaktionsmöglichkeiten und trotzdem komme ich nicht weiter. Moment, wir könnten noch eins machen, nämlich Hotspot. Das Vordach. Der Balken. Das Steg. Das Bohrungsrad. Nichts Neues. Bohrungsrad. Ein Brandsitzen. Ich probier's einfach mal. Ich mache doch kein Grab. Na, hab ich mir schon fast befürchtet. Das Vordach wollte er auch nicht in Brand setzen. Den Balken wohl auch nicht. Ich zünde die Mühle an. Wenn los. Ja, den Spruch kennen wir schon. Ich zünde die. Wenn. Okay. Ja, gut, Freunde. Ich habe keine Ahnung gerade. Deswegen. Ärgerlich. Bis gleich. Ja, Freunde. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich habe es eigentlich. Dadurch, dass man da zum Bohrungsrad gekommen ist, habe ich es eigentlich fast ausgeschlossen, aber nichtsdestotrotz kommt man immer noch in die Mühle. Ich zeige euch das mal eben. Mühle, hallo? Da. Durch diesen Pfeil am Eingang, ey. Gut. Ärgern wir uns nicht drüber. Und da ist mir dann natürlich schnell die Idee gekommen, wir nehmen einfach diesen verdammten Schemel mit. Und dann müsste das doch klappen. So, das hat er mitgenommen, brav. Das Ding lasst er da, das macht auch nichts. Also wenn das jetzt nicht als weitere Treppe dient, weiß ich auch nicht. Bitteschön. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Hä? Nee, jetzt mach ich... am Steg, okay. Gleich hast du es geschafft. Lüge. Ich habe den Raben schon vorausgeschickt. Er wartet bereits auf uns. Also gut. Was? Wo bin ich? Keron? Du musst mitkommen, jetzt. Eine schwere Geburt nimmt sein Ende. Wir sind endlich weiter, Freunde. Neue Sequenz. Kerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor. Ohne Erinnerung. Und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an, und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanlari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menander Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir! Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Oh je, okay. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarl. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui.
Woher... Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Aha, das klingt ja interessant, aber reden wir erstmal über Goswins Tod. Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Na, wer weiß, wenn sie uns mag, aber Prisma. Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Okay, bringt uns nicht wirklich etwas. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir jetzt hier mal um. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Ahoi! Ja, neues Kapitel, sozusagen. Nuri, was geht? Sag mal, Nuri... So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Ja gut, das könnte ja klappen. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, Es wurde sicherlich eins dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Ach, mir gefällt das nicht, dass das jetzt alles auf eine Lüge beruht zwischen den beiden. Jetzt, wo es ja besser geht, könnte er ja wieder mal die Wahrheit rausrücken, aber na gut, lässt sich nicht ändern. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Oh ja, wir bleiben bei dir. Bin gleich zurück. Gut, wir bleiben dabei, aber wir gucken uns trotzdem ganz genau um. Hier könnten wir rein, das machen wir jetzt noch nicht. Goswins Haus. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Ja, vielleicht hat er noch ein paar Notizen oder so. Können wir da rein? Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Ich will trotzdem da rein. Ich meine, vielleicht sind da ein paar wertvolle Infos, aber wenn er schon so sagt. Was haben wir denn noch dabei? Die Aufzeichnung des Feenforschers? Unser Feuerstein, den leeren Wasserschlauch. Ich denke, da ist leer, oder? Der kleinste und teuerste Wasserschlauch des Nordens. Okay, sagt er jetzt nicht genau. Egal, wir haben jedenfalls nichts Wertvolles dabei. In das Haus kommen wir wohl nicht. Das ist natürlich blöd. Eine Effert-Statue, okay. Vielen Dank für den Regen, Effert. Ja, Effert ist so ein bisschen der Gott des Meeres, beziehungsweise des Wassers und somit auch des Regens. Aber der hilft uns gerade auch nicht so weiter. Er ist so eine, also wenn man es in die griechische Mythologie überleiten möchte, ist er so ein bisschen der Poseidon unter den Göttern. Ja, aber er bringt uns gerade gar nichts. Krümpel. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Und trotzdem nimmst du ihn mit. Er ist gesprungen. Ja gut, ich wüsste jetzt nicht, was wir damit machen sollten. Aber hey, wir haben einen zersprungenen Handspiegel. Toll. Gut. Ist hier noch was? Eine Plane, okay. Fest verknotet. Willst du die warum auch immer aufknoten? Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin.
Tu, was du willst, Schlapphut. Okay. Wieder so eine Sache, warum tut er es? Aber vielleicht wegen dem Enderhaken. Dein Leben, nicht meins. Okay. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja. Schätze dich glücklich, du hast einen Enderhaken gesehen. Nicht nur das, du hast ihn auch mitgenommen. Hier regnet es wohl häufiger. Fest verknotet. Gut, was könnten wir jetzt mit dem Enderhaken wollen? Mal ehrlich. Gut, wir können hier rein. Das sieht so nach einer Art Kneipe aus. Da ist noch ein betrunkener Kerl, okay. Bei so einem Wetter, mal ehrlich, wie der angezogen ist. Ich würde schnell ausnüchtern an seiner Stelle, aber egal. Hallo. Hallo? Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Okay, der muss ja richtig dicht sein. Der erkennt nicht mal mehr seine eigenen Füße. Das ist schlecht. Kann ich irgendwas mit ihm machen? Hey, guck dich im Flügel an. Der erkennt nicht mal mehr... verstanden. Ja gut, dann hilft der mir auch nix. Okay, dann versuchen wir mal da reinzugehen. Genau, geh mit, bitte. Lass uns hineingehen. Hm? Warte. Du bleibst besser draußen, nein. Nori. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma. Ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Na gut, das ist ein Plan. Ich bin mal gespannt, ob sie was rausbekommt. Jetzt mach schon! Ich muss eine Nachricht überbringen. Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um. Ich muss jetzt gehen. Danach komme ich wieder. Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Ja, du genießt die Show, was? Ja, das Badehaus. Also doch keine Kneipe. Schön, schön, schön. Schauen wir uns mal um. Wir können natürlich mit diesem Gast reden. Mit den anderen da hinten nicht. Und dem da vorne geht auch nichts. Was ist denn das da? Zapfahren. Okay, einfach mal einen Zapfahren mitgenommen. Rucksack. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung. Hab ihn mit meinem verwechselt. Ja, um keine Ausrede verlegen, unser guter Geron. Okay, gehört wohl diesem Mädchen. Ja. Was glotzt du? Noch nie Blut gesehen? Oder noch nie eine Frau? Hältst du still, Kind? Okay, die ist ja ganz forsch drauf, aber wir reden trotzdem mal mit ihr. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch? Ja, das auch noch. Hast ja sonst nichts Besseres zu tun, als dich hier massieren zu lassen. Was ist denn mit deiner Wunde los? Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wer in Enkvi Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Okay, dann eben nicht. Was ist denn diese Nachricht? Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Minka ist cool. Wer ist dieser Arauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Okay, sie mag uns nicht. Das war schon alles. Okay. Minka, ich glaube, ich mag dich. Du bist von der gleichen Zippe hier. Deswegen hebe ich mir dich für den Schluss auf. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ein Eimer. Okay, den nimmt er auch mit. Interessant. Was haben wir denn dann noch? Ja, sonst nichts mehr. Dann können wir auch mit dem Gast quatschen. Oh, da, ein Handtuch. Oh Mann, das wäre wieder so ein typisches Item gewesen am Motto. Das könnte man übersehen. Aber nein, wir haben das Handtuch. Gut, aber ich denke, jetzt haben wir wirklich alles Relevante. Deswegen würde ich behaupten... wir reden jetzt mit... Moment, da ist noch was. Eine Froschskulptur. Brauchen wir die wirklich, Geron? Bitte.
Fingerchen weg, junger Mann. Okay, da hat Minka was dagegen. Das sollten wir respektieren. Dann red mal mit dem Gast da. Ahoi, Matrose. Los, ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, hm? Ja, ich weiß nicht. Also Badehaus gut und schön, aber ich bade dann doch für mich alleine. Oder mit einer weiblichen Person und das ist mir ein bisschen zu... Ja, ihr wisst schon. Ja, egal. Wir reden mal, ne? Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Okay. Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Hilda hieß die Gute. Die habe ich bei weitem nicht vergessen. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Okay. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Okay, gut. Bis später. Ja, dann reden wir jetzt eben mit der guten Baderin. Wird noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Ja, natürlich. Dann lass mal hören. Oh, die weiß viel, die Gute. Wo fangen wir denn da an? Ach, von vorne. Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Das klingt irgendwie abwertend. Wir machen das mal ein bisschen neutral. Lieferung. Ich soll etwas bei ihm abliefern, das ist alles. Auch ein Bote, ja? Richtig. Dann bist du umsonst gekommen. Verdammt. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Svelte gefischt, damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Okay. Trotzdem mehr, bitte. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist mir Schugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß warum. Verdammt, das klingt aber richtig interessant. Was ist mit seinem Haus? Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Okay. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Okay. Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann, Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Bringt uns auch nicht weiter. Was ist das für eine Figur? Was? Ei, das ist ein Frosch aus Stein. Geschenk vom ehrenwerten Harm. Er sieht so echt aus, als sei er verzaubert worden. Ei, war teures Geschenk. Ja, schön. Dann mal weiter mit Wunde der Bodin, bitte. Woher hat sie die Wunde? Ich stell keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und geht das auch schneller? Wunden bedarfen Zeit.
Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja, Ende der Geschichte. Okay, das wollen wir wahrscheinlich wirklich nicht weiter vertiefen. Wir können es uns denken. Jetzt haben wir nur noch Prisma. Ist das wirklich nochmal die gleiche Gesprächsoption? Du weißt also von Goswins Prisma. Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka okay. will noch... Das ist altbekannt. Na gut. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Bene. Bringt uns alles nichts. Aber trotzdem interessante Infos. Den Rucksack können wir auch vergessen, solange die dort bearbeitet wird. Das bringt einen Spiegel, einen Enderhaken, ein Zapfhahn. Fehlt nur noch das Freibier. Ja, in der Tat. Der Eimer, das Handtuch. Nee. Und bei aller Liebe. Das kann ich nicht miteinander verbinden. Das bringt keinen Sinn. Die Bandage. Na. Nee, will sie nicht, okay. Sie sind mit einem Pulver beschmiert. Na gut, lassen wir das erstmal hier. Ich denke, wir haben sonst alles geraubt und gestohlen, was nur geht. Mal gucken, ob Nuri bei dem Penner Erfolg hatte. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... da ist er. Das sieht irgendwie schlechter aus, wenn er mich fragt. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Der checkt überhaupt nichts. Sag mal, Nuri... Mal schauen, vielleicht hat sie einen Erfolg gehabt, aber ich... Nein, anscheinend nicht. Bin gleich zurück. Okay. Macht ja nichts, wir haben ja noch einen Weg. Nämlich... da. Na? Okay, nochmal einen großen, schönen Weg. Sieht wie ein kleiner Hafen aus. Mit den Leuten können wir nicht sprechen. Hier geht auch nichts, da geht nichts. Da hinten. Alles nur Zierde. Da können wir gar nichts machen. Wir sind auch gerade alleine, wie man sieht. Nuri ist dort vorne geblieben. Denn ihr Symbol ist weg. Hoffentlich ist das kein Todesurteil. Reden wir doch mal mit diesem Fährmann. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Aha. Also mal ehrlich. Also bei dem Betrunkenen habe ich es ja noch verstanden, dass der nicht wirklich gesprächskonform ist. Aber der könnte jetzt noch ein paar Worte verlieren, oder? Na gut, vielleicht klappt es ja jetzt. Angeln? Du sprechen meine Sprache? Na, schon was gefangen? Gott, ey, also... Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht? So ein Penner, ey. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Ja, das ist teuer. Alternative, die Fahrt zu bezahlen, wäre doch interessant. Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut, und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken. Schnaps. Schnaps also. Schwere Geburt. Oh, Junge, red doch nochmal. Okay, er will anscheinend Schnaps. Das könnten wir hinbekommen. Wir fragen jetzt noch nach der Angel. Leihst du mir deine Angel? Okay, das war eindeutig. Nach Fisch brauchen wir auch nicht mehr zu fragen. Okay, wir brauchen Schnaps, Freunde. Mach es gut. Merken wir uns, wir haben ja gerade überhaupt nichts Alkoholisches bei uns, oder? Hallo? Ladebildschirm? Danke. Nee, wir haben
total den Stuss dabei, aber kein Alkohol. Okay. Fährmann, merken wir uns. Vielleicht finden wir hier noch etwas. Zum Beispiel... sieht schlecht aus. Können wir da hinten irgendwo hin? Ich vermisse so ein bisschen ein Pfeil-Icon hier. Das wird sich doch hier anbieten. Oh, da war's. Hallo? Balken. Toll. Wahnsinn. Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Ja, was heißt das für dich? Willst du ihn kaputt machen oder was? Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Okay. Ja dann, was willst du sonst damit machen? Wir haben einen Zapfhahn, einen Eimer, ein Handtuch. Ein Endhaken, nein. Leider haben wir unsere Säge nicht mehr. Aber, oh Mann. Keine Ahnung, was er damit will. Okay. Nee, keine Chance. Der Fährmann, den können wir noch nicht bestechen. Und sonst ist hier nichts, wie ihr seht. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen zurück. So, da sind wir wieder. Und plötzlich wurde alles dunkel. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Oh je, sie redet immer noch mit dem Idiot. Der wahrscheinlich überhaupt nicht kapiert, was sie da sagt. Bisschen dramatisch, oder? Nuri, ich hab ein Problem. Sag mal, Nuri. Helf mir doch mal bitte. Nuri zum Fährmann schicken, okay? Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. Ah, okay. Bin ich mal gespannt. Wir gehen mal hin. Jetzt wird's spannend. Nuri scheint uns doch nochmal aus der Patsche zu helfen. Na? Okay. Ich bin gespannt. Lasst hören. Sag mal, Nuri. Fisch vom Fährmann. Hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Ach, ich liebe ihr Kichern. Das ist so... Bin gleich zurück. Das ist so süß. Das ist einfach nur putzig. Gut, wir haben den Fisch. Sonst noch was, das sich hier ergibt, Fährmann? Fährmann? Hm? Nö, eigentlich nicht. Mach es gut.